Schönen guten Abend. Was soll ich sagen? Es ist heute ein besonderer Abend für mich, weil Daniel Ratter, der hier ist, der ist mein bester Freund auf der Erde, solange ich denken kann. Wir wurden zusammen eingeschult in die erste Klasse, in die 25. Polytechnische Oberschule in Sachsendorf, haben dort Zeit verbracht und durch die Wände wirren kam es, dass wir sozusagen von der ersten bis zur 13. bis zum Abitur zusammen in einer Klasse sein konnten und sind zusammen. Unser Direktor hieß Frank Schimanski. Nee, aber er war immer bei dem Ohnmachtsspiel mit dabei. Ihr kennt ihn aus mehreren Geschichten, der wurde natürlich hier nie namentlich wirklich erwähnt. Er hieß immer Rode. Also ihr könnt das im Buch nachlesen. Rode ist Rattei. Okay, und dass er heute hier ist, gefällt mir natürlich gut. Es hat irgendwie nie so richtig geklappt und diesmal hat es geklappt und das ist sehr schön. Ich habe euch heute drei Geschichten mitgebracht und weil ich so froh bin, sozusagen mit der Vergangenheit auch konfrontiert zu sein, habe ich drei Geschichten geschrieben, zwei kurze und eine längere, die längere im zweiten Teil, die sich damit beschäftigen, wie es war, damals zwischen 1995 und 99 oder 94 und 99, eine verrückte Zeit, in der ich ein absoluter Grufti war, also ein absoluter Gothic. Das habe ich auch ziemlich ernst genommen alles. Und es war aber eine rettende Zeit, eine sehr schöne Zeit. Da habe ich jetzt heute drei Geschichten mir in Erinnerung gerufen und natürlich geschönt mit Lügen, um euch ein bisschen zu unterhalten. Und die Überschrift dieser Grufti-Trilogie ist Geschichten aus der Gruft. Und ich beginne mit der ersten kleinen Zarten. Geschichten aus der Gruft. Der Zyklop. Die Deutsche Bahn, Gebert und ich reisen zum ultimativen Grufti-Festival nach Leipzig. Ich werde von einem kleinen Mädchen beobachtet. Ununterbrochen. Seit 10 Minuten. Hallo Laura, das ist schön. Auf dich haben wir gerade noch gewartet. Ja, okay. Also ich fange nochmal an. Was klang wie gesagt? Ja, war dramaturgisch absolut perfekt. Die Deutsche Bahn, Gebert und ich reisen zum ultimativen Grufti-Festival nach Leipzig. Ich werde von einem kleinen Mädchen beobachtet, ununterbrochen. Seit 10 Minuten. Das erschwert das Schreiben düsterer literarischer Verbrechen. Blonde Haare, rosa Jacke, Brille. Ein Brillenglas zugeklebt. Ich mache ein lustiges Gesicht, um den Hypnoseversuch des Kindes mit Heiterkeit zu durchbrechen. Keine Chance. Ohne eine Miene zu verziehen, starrt sie mich weiter an. Das nervt. Gebert reagiert nicht auf mich. Sein Walkman schießt ihm schrille Industrial Beats durch die Reste seines Gehörs. Ich spiele das Wer zuerst wegsieht Spiel mit der Kleinen. Natürlich so, dass es die Mutter nicht sieht. Auf was für Gedanken käme man wohl, wenn ein geschminkter 18-Jähriger im Ledermantel mit Rüschen am Hemd und schwarzen Springerstiefeln ein 6-jähriges Kind anstarrt. Mein ernster, kerniger Blick schlägt bei ihr ins Leere. Sie gewinnt. Ich bin nun gezwungen, zum Äußersten zu greifen. Das Kind lässt mir keine andere Möglichkeit. Der kleine Zyklop macht nun schon eine gefühlte Viertelstunde das gleiche Gesicht und stört vorsätzlich meine Konzentration. Dabei hatte ich gerade so einen tollen Reim auf Freitod. Es muss sein. Ich schaue sie an und halte mir mit der Hand das rechte Auge zu. Spiegeln nennt sich das und es zieht bei Kindern wie ein Satz heiße Ohren. Die Mutter schaut auf. Ich kotze mir schnell und zufällig die sich langsam andeutende Geheimratsecke. Der kleine Zyklop ist ganz rot geworden und sieht aus dem Fenster, so gut es eben geht. Mit Gruftis legt die sich vorerst nicht mehr an. Nächste Station, Leipzig, Hauptbahnhof. Vielen Dank. Schön. So. Leipzig. Jetzt sind wir also in Leipzig. Mal wieder.
Und die Geschichte trägt die Überschrift Wir Ostpop-Gruftis in den 90ern. Wir Ostpop-Gruftis in den 90ern haben einen Ausweg gesucht und Ruhe, weil die meisten Muttis in Cottbus-Sachsendorf im Kinderzimmer nach dem Rechten gesehen haben. Wir hatten keine Wahl. Nazis haben uns in Ruhe gelassen. Dem sonoren Bariton von Dave Gahans Stimme konnten selbst sie sich in ihrer versammelten Begrenztheit nicht entziehen. Wir Ostpop-Gruftis in den 90ern wurden außerhalb ihrer politischen Ideologie gebilligt. Wir Ostpop-Gruftis in den 90ern haben uns Kerzen in die Zimmer gestellt und schwarze Tücher an die Wände gehängt und an die Körper. In den Nächten sind wir auf Friedhöfe gegangen, haben uns neben Gräber gelegt, in den Himmel gestarrt und 3 Flaschen Kröver Nacktarsch unter die Schädeldecke gegossen. Wir haben uns mit Goethes Erben, Lacrimosa und das Ich beunruhigt und die Welt war ein finsterer, korrupter Ort. Kein Land in Sicht, keine Besserung, kein Kinderchor singt, alle Vögel sind schon da. Wir Ostpop-Gruftis in den 90ern haben unsere Väter mit Schminke und Rüschenhemdchen aufgerieben und ihrer Homophobie Angst gemacht. Freitod war ein gutes Wort und reimte sich auf Kleinod irgendwie. Wir Ostpop-Gruftis in den 90ern trafen uns jedes Jahr im Sommer auf dem berühmten Leipziger Wave-Gothic-Treffen. Wir feierten unsere Idole auf den Bühnen und zogen uns den Kajal mit Klappspiegeln und zittrigen Händen in den Zelten. Nein, wir trafen uns nicht, wir weilten. Gebert und ich liegen im Zelt. Die Leipziger Junisonne kocht mich 8 Uhr aus dem Halbschlaf. Das ist zu früh, wenn man ihn erst um 5 Uhr gefunden hat. Ich öffne vorsichtig ein Auge. Wie immer bin ich auf alles gefasst. Gebert liegt mit seinem Gesicht 2 Zentimeter von meinem entfernt. Er hat den Mund unnatürlich weit aufgerissen und sieht aus wie jemand, der in japanischen Horrorfilmen den Schreckenstod gestorben ist. Fehlt nur noch ein Tausendfüßler, der aus seinem Mund kriecht und in seiner Nase wieder verschwindet, schwarz, schnell und elegant. Doch es kommt niemand. Eine nekrophile Grufti-Fantasie. Destruent penetriert lebloses menschliches Nasenloch. Ich stütze meinen Kopf in die Hand und schaue Gebert in den Mund. Guten Morgen, mein Schatz. Keine Reaktion. Morgen! Ich knuffe ihn in die Seite. Geberts Hassblick trifft mich mit den Worten, Alter, geh scheißen! Lass mich mal hier pennen, ja? Bist du irre? Das ist lieb, dass du das sagst, schmeichle ich zurück. Ich mach mich mal frisch und besorge was gegen den Brand. Pfeif bloß ab hier, Alter! Gebert ist immer noch im Angriffsmodus. Ich verschwinde und kehre geheimnisvoll mit 2 eiskalten Fassbrausen im Festivalplastikbecher zurück. Gebert ist wach. Die Stahlkappenboots, die nackten Waden und seinen Kopf luken aus dem Zelt hervor, vorsichtig in die Sonne. Ein schwarz-weiß-rotes, komisches Bild. Ich reiche ihm freundschaftlich das Kaltgetränk und zünde uns eine Kippe an. Gebert trinkt es gierig in 4 großen Zügen, dass ihm die Tränen in die Augen steigen. Ich weiß schon, was kommt, drehe mich vorsorglich weg und spiele einen unbeteiligten, nachdenklichen Dichter. Wie ein Muezzin rülpst Gebert über die Weiten des Zeltplatzes zum Gebet. Vereinzelte Antworten bestätigen ihm sein Verhalten. Man kann nicht nicht kommunizieren. Ah, geil, sagt Gebert. Ey, die rote Brause, geil! Das ist wie wenn dir einer in den Hals fickt. Schön gesagt, das muss ich zugeben. Wir Ostpop-Gruftis in den 90ern haben Erlebnisse wie dieses fest in unser düsteres Herz eingeschlossen. Als ich mich später am Tag meiner neuesten musikalischen Entdeckung hingegeben habe, schlossen mich die Brothers and Sisters Dressed in Black erstmals aus ihrer Gemeinschaft aus. Im Zelt habe ich sie wohl zu laut, die Entdeckung, aufgedreht. Als Manfred Krug durch die Planen, wenn's draußen grün wird, fällt mir nur noch Liebe ein. Jazz tritt mir die Gemeinschaft von außen mit Füßen an mein Zelt und gegen meine Knochen. Auch Gebert versteht mich nicht mehr
und ich mich selbst ja kaum noch. Nach 5 Jahren rettender Finsternis war es dann leider aus mit den Ostpop-Gruftis in den 90ern und mir. Das neue Jahrtausend hat der Tür schon mal die Schuhe abgetreten und Günther Fischer-Platten mitgebracht. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist nicht nur ein Heines Herz, Liebe aufgegangen. Vielen Dank. Jetzt nun also, hören Sie. Und glauben Sie, das wird schön. Mein Freund Daniel Rattay. Jetzt ganz gut vorgestellt worden. Ich lebe jetzt seit einem Jahr in der Schweiz, bin aber von hier, bin Cottbusser. Das ist jetzt auch für mich relativ spontan, dass ich heute hier lese, deswegen habe ich ein bisschen was zusammengekratzt, was ich noch in meinem alten Zimmer gefunden habe. Das sind leider Gedichte, wie ich jetzt feststellen musste, weil der Andreas gerade sagte, was, Gedichte? Ja. Da kann man jetzt auch nichts machen. Die sind aber eigentlich alle recht kurz. Ja. Guten Morgen, Mutti. Guten Morgen, mein Sohn. Du hast gestern Nacht die Wände voll gekotzt und in dein Bett gepinkelt. Ja, es ist ein bisschen später geworden. Und gleich zu deinem Schrecken ein Liebesgedicht. Liebesgedicht. Hier, wo ich an diesem Fluss sitze, an einem Tag, da die Zeit höchstens in Metaphern spricht, etwa so, ein Blatt treibend auf dem Wasser oder ein Blatt fallend vom Baum oder eine Wolke, die sich vor der Sonne verneigt und weiterschwebt, wo der Moment sein Zepter an dieses Tal stößt, als wäre dieser Ort seine Klangschale, wo der kitschige Schöngeist 2 Flamingos aus Plastik aufgestellt hat. Auf der anderen Seite des Ufers sehe ich sie im Laub versteckt. Schau, ihre Schnäbel berühren sich zart. Hier kann ich es doch mal denken, sagen, meinen. Ich liebe dich, Baby. Das nächste Gedicht heißt Brausende Brassen. Brassen sind Fische. Ich glaube, so eine Art Flunder. Brausende Brassen. Brausende Brassen auf Schlamm in der See bilden im Dunkeln ein Bläschen in Spee. Sauerstoffinhalt führt Kampf gegen H. Bläschen steigt heldisch empor wie einst A. Armstrong, nicht Louis, mit ganz kleinen Schritten wird auch das Bläschen bald Neuland erblicken. Gleich wird es da sein mit freiendem Blub. Durchstößt es den Limes von Wasser und Luft. Seht, da erreicht es das Ziel. Blub, blub, blub. Hat noch 2 Kumpel dabei. So geht's ihm gut. Zufällig schwimme ich mit dir da vorbei. Und du fragst, riechst du das auch wie fauliges Ei? Ach, dann entdeckst du die blubbernden Bläschen. Gleich fällt dein Blick auf mich wie der Jäger aufs Häschen. Ich sage, halt, denk mal nach, liebste Fee. Hier gibt's brausende Brassen auf Schlamm in der See. Ich habe eine Geschichte. Oh mein Gott. Eine ganz alte, die heißt Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ein junger Rüsselkäfer wurde ohne triftigen Grund jahrelang von den anderen Käferjugendlichen gehänselt. Die Hirschkäfer verkloppten ihn in der großen Hofpause. Die frechen Marienkäfer pinkelten ihn sogar auf den Panzer. Die Ohrkneifer zwickten ihn während des Unterrichts, um ihn abzulenken. Die Pillendreher benutzten ihn als Fußball und die feigen Maikäfer riefen von weitem, schießt mal die Murmel rüber! Der junge Rüsselkäfer war höchst verzweifelt und konnte sich die Boshaft nicht erklären. So beklagte er sich bei seiner Mutter und wollte die Schule wechseln. Die Mutti spannte die Flügel um ihren Sohn und liebkoste seinen kleinen Rüssel mit ihrem großen Rüssel. Das fand der junge Mann erst recht komisch.
Welche Erleichterung war es, als er zwei Sommerzeiten später entdeckte, dass seine Mutti in Wahrheit ein homosexueller Grashüpfer war, der sich ein Brüsselkäfer-Mutterkostüm besorgt hatte und die Kinder der Käferschule mit Käfergeld bezahlte? Hotels. Sie sagt, wenn ein Mann halbwegs sauber ist, dann leck ich ihn. Ich denk, Mann, ich bin sauber. Ja, ich bin sauber, sag ich. Weißt du, wie sauber ich bin? Manchmal in den Hotels, da wünsche ich mir, dass die Putzfrau sich fragt, in welchem Bett hat er geschlafen, verdammt. Sie fragt, welche Hotels denn? Ich denke, scheiße, ja, in welchen Hotels denn? Truman Capote. Hello, Stickerman. Hello, Truman. Is it true that you have a big problem with me, Stickerman? Why, Truman, why you say that? Because, Stickerman, everybody tell that. What? Everybody? Where? Here? Yes, here, here, and everywhere. No, I don't believe that. Oh, you can believe that. Are you sure? No, I'm not sure. I'm friendly, really friendly. Yes, I know you as a very much friendly man, true man. Stickerman, please tell me. It goes to here in Dirondan that tells everybody that I'm being an Eunuch. No, true man. Wie komme ich auf so eine bescheuerte Number? I don't know that, Stickerman. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, warum, wie kommst du darauf? Well, I... Wenn du speaken würdest, I wäre silly, or ich wäre samba. But that, and I knew, wie kommst du darauf, Stickerman? I don't know, maybe die Pubertät. Was? Die Pubertät, what? She is over. Yes, of course. All the boys, die mit uns in der School waren. Yes? They can sprechen. Yes, I sprechen too. Of course, yes. You can speak very nice. Thank you. Okay, good. But all the boys, unsere Klassenkameraden, they all have the gleiche Alter wie wir. The same age, yes. Yes. Their voice. Yes? You know what I mean? No, what do you mean? The voice. Yes, the voice. Na und? Meinst du, ich habe keine Stimme, oder was? Doch, sie ist nur sehr hoch. High? Yes, very high. When I hear your voice, I'm high. Very funny. Okay, Baby. Deine Stimme klingt wie die von einem Kastraten. Deshalb sage ich auch nichts zu dir. Alle unsere Freunde sprechen wie ich, tief, männlich, John Wayne-mäßig. Du klingst wie Wayne Carpendales Freundin, wenn sie Wayne Carpendale imitieren möchte. Man kann mit dir keine Weiber aufreißen. Du klingst wie eine Freundin von ihnen und ich häng damit dran. Aber ich hab hier alleine gesessen, klar, Truman, an dieser Bar, zu dieser Single-Veranstaltung. Ich bin einsam, Alter, und vollkommen verzweifelt. Ich brauche eine Frau. Ich will wenigstens heute Nacht rammeln. Entschuldige. Ich habe schon einige Augenkontakte hergestellt und jetzt stehst du plötzlich hier. Was machst du hier? Scheiße, hör zu, wir kennen uns, wir sind Freunde. Ich höre dir gern zu, ich helfe dir gern beim Umzug und so. Wir haben zusammen die Schultern gedrückt, deine Mutter kommt oft bei mir am Laden einkaufen und so weiter. Alles klar, es ist alles in Ordnung, aber bis hierhin und nicht weiter. Bitte, lass mich einfach allein, mach was Eigenes. Verpiss dich. Danke. Danke, Daniel. Es tat doch gar nicht weh, warum machst du mir so eine Angst vorher? Ja, ich habe auch einen Text und ich fürchte, ich muss jetzt die Aufgabe übernehmen, unserem öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag nachzukommen, den wir ja auch hier haben. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Und werde jetzt so ein bisschen euch belehren. Versucht das aber in einer Form zu tun, wo ihr das gar nicht merkt. Ostern ist gerade vorbei.
Und deswegen heißt mein Text Osterspaziergang. Der könnte auch anders heißen, aber das heißt halt so. Osterspaziergang. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche und die Altstadt schon lange. Wir machen uns auf zum Osterspaziergang, der bekanntlich von allen Bürgern dieses Landes ordnungsgemäß durchgeführt werden muss. Bei Zuwiderhandlung droht Ächtung als asoziales Element, Penner oder im schlimmsten Fall Harzer. Es ist schön, an einem Ostersonntag wie in diesem Jahr, nämlich mit schönem Wetter und Frühlingsgefühlen in der Luft spazieren zu gehen und all die anderen zufriedenen Spaziergänger zu sehen, die einem begegnen. Es ist schon was dran an der Vermutung, dass uns dieses Feiertagsgefühl zusammen mit der milden Luft und dem Ende des Winters in eine freundliche Stimmung versetzt. Fast möchte man jeden Unbekannten grüßen. Und Nico, oder was ein Bild? Zum Beispiel dieses Paar dort, welches uns entgegenkommt. Nun ja, vielleicht für einen Spaziergang etwas zu schnell, aber es ist ja schließlich ihre Sache. Sie sind klein, etwas dicklich, merkwürdig gekleidet und wirken ein wenig ungepflegt, was sich ungünstig auf den Gesamteindruck auswirkt, der ohnehin nicht dem aktuellen Schönheitsideal Mitteleuropas entspricht. Kurz, sie sehen nicht aus, wie uns die Werbebranche glauben machen will, dass wir auszusehen hätten. Und bestätigen damit den edlen Gedanken, dass es nicht auf Äußerlichkeiten eines Menschen ankäme, sondern auf sein Wesen, seine Gedanken und seine soziale Intelligenz. Es ist doch schön, dachte ich, dass ich doch noch in der Lage bin, dies für mich bewusst so zu formulieren. Es ist doch schön, dass es einen Ostersonntag gibt, der mich zu solcher Empathie für meine Mitmenschen bringt. Früher fand ich das irgendwie kitschig, aber ich habe die seltenen Momente zu schätzen gelernt, in denen ich abstoßenden Menschen mit vorurteilsfreier Neugier begegnen kann, statt sie gleich in Schubladen wie bekloppt oder ansteckend bekloppt zu stecken. Als wir dem Paar näher kamen, stellte sich die unformulierbare Frage, auf welche Weise sich unser Weg mit dem ihren kreuzen würde. Es gibt dafür mindestens 6 Möglichkeiten. Zum Beispiel könnten die beiden Paare einander links vorbeilassen, zweitens rechts. Drittens könnte sich ein Paar trennen, um das andere in der Mitte zwischen sich durchzulassen. Viertens könnte dies das andere Paar tun. Die 5. und 6. Möglichkeit ist das links oder rechts versetzte Durchlassen, wobei immer ein Partner des einen Paares zwischen den beiden des anderen durchgeht. Ich weiß nicht, ob und wie andere Menschen beim Spaziergehen solche Gedanken anstellen. Mich jedenfalls beschäftigen diese Dinge fast immer. Wir begegneten uns nach der Methode 3a. Das heißt, das gegnerische Paar nimmt sich auf, um uns durch ihre Mitte zu lassen. Als wir auf einer Höhe waren, sagte der Mann plötzlich, ich bin Jesus. Er sagte es ohne jede Regung, als wäre ihm diese Erkenntnis, die jeder andere Mensch sicherlich sehr aufregend finden würde, völlig egal. Er drehte den Kopf nicht einmal zu mir, sondern sprach einfach vor sich hin. Dennoch weiß ich, dass er mir seine Identität mitteilen wollte. Möglicherweise hatte er aber die Erfahrung gemacht, dass dieser Satz andere Menschen irritierte oder gar verschreckte, wenn er mit zu viel emotionaler Färbung gesprochen wurde. Ich bin auch ziemlich sicher, dass die Methode 3a von diesem Paar nicht zufällig gewählt worden war, sondern dass sie andere Paare immer in ihre Mitte nehmen, und zwar, um ein Entweichen beim plötzlichen Ansprechen zu verhindern. Wenn mich die unaufgeforderte Offenbarung des Heilands erschreckt hätte und ich deshalb versucht hätte, mich reflexartig mit einem Sprung nach links zu retten, wäre mir das unmöglich gewesen, da ja dort meine Freundin neben ihr die Freundin von Jesus lief, wahrscheinlich Maria Magdalena. Aber ich erschrak mich gar nicht, denn ich war ja mild und menschenfreundlich gestimmt. Und es war Ostern. Also kam ich sogar noch dazu, Jesus mit einem, das macht doch nichts, zu trösten. Dann waren sie schon vorbei und mussten sich vermutlich weiteren potenziellen Jüngern zu erkennen geben. Ich dagegen hatte wieder einmal Anlass und Gelegenheit, über Gott und das alles nachzudenken. War es denkbar, dass dieser Kerl die Wahrheit gesagt hat? Ja, natürlich. Zum einen konnte er eine Reinkarnation des prominenten Jesus von Nazareth sein. Wer will das schon wissen? Er konnte außerdem sogar der Jesus von Nazareth sein, der eine und er selbst, falls die ganze Story mit der Auferstehung Gottes und Gottes Sohn und so weiter stimmt. Wer kann schon wissen, ob es stimmt? Ich kenne eine gedankliche Widerlegung der Existenz eines allmächtigen Gottes nach christlicher Vorstellung. Diese Widerlegung beruht auf Logik,
aber die Logik könnte falsch sein oder wichtige Nebenbedingungen missachten. Und schließlich könnte er einfach den Vornamen Jesus tragen. Das ist denkbar und zum Beispiel in Südamerika nicht so exotisch wie bei uns. Der Mensch stammt vom Affen ab. Dieser Satz gehört zur aufgeklärten Moderne und bringt jeden Anthropologen auf die Palme. Denn der Mensch stammt natürlich nicht vom Affen ab, sondern Affe und Mensch haben gemeinsame Vorfahren. Allerdings kann die darwinistische Lehre bis heute nicht erklären, wieso der moderne, intelligente Mensch so plötzlich, in entwicklungsgeschichtlichen Dimensionen betrachtet, geradezu schlagartig auftauchte. Und es wurden bis heute keine Fossilien gefunden, die die lückenlose Entwicklung der Hominiden zum modernen Menschen belegen. Der Mensch wurde, wie jedes Wesen, jede Natur und alles, was ist, von Gott geschaffen, sagen Christen. Und viele glauben das. Wenn ich behaupten würde, der Mensch wurde von Außerirdischen durch Genmanipulation für ihre Zwecke aus menschenähnlichen Vorfahren geschaffen, landete ich ohne jeden Zweifel sofort in der Schublade rettungslos bekloppt. Kaum jemand würde das ernst nehmen. Und das Wunderbare ist, dass sich an dieser Stelle die Anhänger der Lehre Darwins mit den Anhängern der monotheistischen Religion verbünden würden, um mir diesen haarsträubenden Unsinn auszureden. Der Archäologe, Historiker und Journalist Zacharia Sitschin behauptet genau das in seinem Buch Der zwölfte Planet und steht damit sofort auf demselben Galgen wie Erich von Däniken und Uri Geller. Mal langsam zum Mitschreiben. Genmanipulation ist eine Technik, die tatsächlich existiert. Sogar wir Menschen benutzen sie. Im Universum gibt es mit beinahe hundertprozentiger Sicherheit außerirdisches Leben, was sich allein aus der Menge der lebensfreundlichen Planeten und den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit ergibt. Dennoch erscheint eine These, die auf Grundlage dieser beiden Fakten entstanden ist, den meisten Menschen als der Irrwitz schlechthin. Im Gegenzug finden es 1,2 Milliarden Menschen auf der Erde absolut einleuchtend, dass eine Jungfrau ein Kind zur Welt bringt, nachdem sie von einem ominösen Geist auf bisher ungeklärte Weise begattet wurde und danach immer noch Jungfrau war. Diese These, die auf keinem Fakt beruht, ist sehr vielen Menschen durchaus plausibel genug, dass sie daran glauben wollen. Niemandem, der öffentlich erklärt, dass er an eine solche Geschichte glaube, wird eine mangelnde Geistesgesundheit unterstellt. Es gibt eine Reihe von berühmten Persönlichkeiten, die vor Gericht die Existenz der Jungfernzeugung beschwören würden und dennoch die Geschicke ganzer Staaten lenken dürfen. Allerdings hat diese These den entscheidenden Vorteil, der sie attraktiv, weil bequem macht, nämlich absolut alles erklären zu können, notfalls damit, dass alles Gottes Wille ist, den wir nicht ergründen können. Die dritte These, nämlich die von der Entwicklung des Menschen nach den Gesetzen Darwins, kann dagegen viele Fragen nicht beantworten. Warum ist die Intelligenz des Menschen so anders als die von vielen Tieren, wie etwa Delfinen oder Krähenvögeln? Warum ist der Mensch das einzige Wesen, das seinen Lebensraum und den anderer Lebewesen zerstört? Und zwar nicht versehentlich, sondern mit Wissen um die Zerstörung und systematisch. Warum ist der Mensch das einzige Wesen, das, zumindest nach unserem Kenntnisstand, über eine ausgeprägte und detaillierte Selbstreflexion verfügt, bis hin zum Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit? Mit einem Wort, warum bringen die nach Darwin beschriebenen Abläufe in der Natur unter Abermilliarden anderer Arten eine einzige hervor, die so gravierend anders ist, die diese Abläufe sabotiert, verändert, die so anders ist? Ich finde das noch viel seltsamer als die Jungfernzeugung. Die These von einem außerirdischen Eingreifen dagegen leuchtet mir ein. Sie vereint die Widersprüche zwischen Kirche und Wissenschaft. Sie erklärt die Tatsache, dass auf der ganzen Welt sich hartnäckig die Gerüchte über Götter halten, die übrigens immer oben im Himmel wohnen, nie unter der Erde. Sie erklärt das so plötzliche Auftreten des Homo sapiens ohne passenden Vorgänger. Sie erklärt die Andersartigkeit des Menschen, weil er eben nicht vollständig auf natürliche Weise, sondern durch künstliches Eingreifen entstanden ist. Wir können also nichts dafür. Denn entweder ist alles Gottes Wille, nicht unser, oder wir werden uns noch weiterentwickeln, dann wird alles gut, oder wir gehören eigentlich nicht hierher und sind das missglückte Ergebnis einer Genmanipulation. Deshalb habe ich ab sofort Nachsicht mit uns Menschen. Es ist okay, wenn wir die Meere leer fischen und mit Öl verseuchen, wenn wir unqualifiziert mit Radioaktivität herumspielen und dabei nebenbei ganze Landstriche verstrahlen, wenn wir Tiere quälen, weil wir uns unbedingt irgendwelche Cremes ins Gesicht schmieren müssen, wenn wir den ganzen Planeten aufheizen, bis die Polkappen schmelzen,
Es ist schon okay, wenn wir uns gegenseitig mit eigens dafür erfundenen Waffen töten, das Essen wegnehmen, das Land verbrennen und uns zur Knechtschaft zwingen. Lasst uns nachsichtig sein, denn wir wissen doch nicht, was wir tun. Ich finde es okay, einfach an einem Ostersonntag durch die Stadt zu gehen und zu sagen, ich bin Jesus. Vielen Dank. Danke, wir machen jetzt eine kleine Pause, wie immer an dieser Stelle, und sehen uns dann in 10 bis 15 Minuten zur zweiten Runde wieder. Bis dann. Rumpel, Rumpel, Mikro, Mikro. Die zweite Geschichte von mir des heutigen Abends basiert, und ich sage basiert, nicht ist 1:1 so, auf einem Erlebnis, das ich tatsächlich hatte. Das ist ja mit vielen meiner Geschichten so. Ich habe aber genau wie Heine hier auch dazu gelogen und was man so macht als Autor abgeschrieben und so. Hauptsache es ist irgendwie dann, wird dann fertig oder so. Aber eigentlich ist es doch wahr. Also wenn ich mir das dann so durchlese, muss ich sagen, irgendwie stimmt es doch. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Es ist sozusagen relativ wahr. Wahrheit ist ja auch... Nein, gut, das machen wir nächstes Mal. Die Geschichte heißt, Reiten lernt man nicht. Wollen wir nicht mal einen Reiturlaub machen? Fragte meine Freundin. Natürlich war das gar keine Frage, sondern eine spezielle Sprachkonstruktion, für die Linguisten sich bisher noch nicht auf einen wissenschaftlichen Namen einigen konnten. Laienhaft ausgedrückt war es so etwas wie ein Befehl, der als Frage verpackt daherkommt. Ich konnte jetzt nur noch mit Pseudologik reagieren und das lächerliche Argument einwerfen, dass wir gar nicht reiten können. Eben, beendete mein Schatz daraufhin die ohnehin sehr einseitige Diskussion. Ich meine ja auch einen Urlaub zum Reiten lernen. Ich war zwar nicht restlos davon überzeugt, dass 14 Tage ausreichen, um sich die hohe Kunst der Kavallerie in hinreichendem Maße anzueignen, wusste aber, dass meine Überzeugungen eine eher untergeordnete Rolle bei der Urlaubsplanung spielten. Um zu dieser wenigstens einen bescheidenen Anteil beizusteuern, blieb mir nur noch ein taktisch geschickter Vorschlag zum Urlaubsort, um das Schlimmste anzuwenden. Das Schlimmste wären maximale Kosten bei minimalem Erfolgserlebnis und suboptimalem Spaßfaktor. Ja, was für eine wunderbare Idee! Und am besten lernt man Reiten in den Masuren, habe ich gehört. Der Vorschlag fand gnädige Zustimmung. Einige Wochen später saßen wir im Auto und bewegten uns langsam, aber unaufhaltsam dem laut Website idyllisch, malerisch gelegenen und von wilder Naturromantik geprägten Urlaubsort zu. Inzwischen freute ich mich tatsächlich auf die 2 Wochen Abstand vom Alltag und hoffte nur, dass unsere Online-Buchung tatsächlich hier in der tiefsten polnischen Prärie überhaupt angekommen war. Die Bestätigungsmail war nur Sekunden nach dem Anklicken des Bestellbuttons eingetroffen und mir doch irgendwie unpersönlich vorgekommen. Ich hatte noch gedacht, könnte auch so ein automatisches Antwortdings sein, wie wenn man nicht da ist oder keine Lust hat, seine Mails zu lesen. Natürlich hatten wir dennoch die Anzahlung in Höhe von 60% der Gesamtkosten überwiesen, denn der Reiturlaub sollte auf keinen Fall gefährdet sein. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich mich fragte, ob die gebuchte romantische Hütte überhaupt an die Errungenschaften der Zivilisation wie Telefon, Strom und Wasser angeschlossen sein würde, von Internetanschluss ganz zu schweigen. Und ob das Mütterchen, dessen Bild uns von der Website entgegenkrauste, überhaupt noch am Leben war. Und falls ja, ob sie noch einen Schlüssel zu unserer wildromantischen Hütte finden würde. Und irgendwann fragte ich mich, ob es richtig gewesen war, sich einem Mann als Reitlehrer anzuvertrauen, der zwar als der polnische, ach was, der internationale Reitlehrer schlechthin, quasi als der Pferdeflüsterer von Gottes Gnaden, der Michael Jackson des Reitsports beschrieben war, aber keinerlei Ausbildungsnachweis als Reitlehrer, irgendein Lehrer oder irgendeine Art von Reiter beibringen kann. Auch nicht als einer, der jemals mit Pferden zu tun gehabt hätte. Es war auch merkwürdig, dass nicht mal Google den Mann, den Namen dieses weltweit renommierten Lehrers kannte. Als ich nämlich die Suchmaschine mit Pavel Bednetzki fütterte, bekam ich als Antwort, meinten Sie Papst Benedikt? Wir näherten uns dem Zielort, was wir daran erkannten, dass im Auto jetzt dauernd die ABS-Warnleuchte blinkte. Konnte natürlich auch mit der Beschaffenheit der Fahrstrecke zu tun haben, wer will das schon wissen. Ein Navi hatte das Gefährt nicht, für so etwas war ich damals zu stolz.
Außerdem findet ein echter Trapper den Weg auch so, nach den Sternen zum Beispiel. Ich glaube, die Sterne fielen mir gerade in diesem Moment ein, weil es bereits dunkel war, wie ich überrascht feststellte. Wir hatten seit 2 Stunden keine Anzeichen von Zivilisation mehr gesehen. Und bevor es jetzt bösartige Unklarheiten gibt, ich zähle auch polnische Kioske, an denen immer Sklepp steht, zu den Anzeichen für Zivilisation. Jedenfalls in Notsituationen wie dieser. Schatzi war schon seit einiger Zeit stumm. Nun gut, das hatte ich auch so empfohlen. Möglicherweise in einer eher unkomplizierten Art der Kommunikation. Doch bevor irgendwas eskalieren konnte, gewährte uns das Schicksal Gnade. Vor uns tauchte buchstäblich wie aus dem Nichts und in letzter Minute der ersehnte Reiterhof auf. Wir verglichen schnell die Inschrift des über der Einfahrt an Metallketten aufgehängten Messingschildes mit den Papierausdrucken der automatischen Bestätigungsmail. Es passte. Wir waren also endlich da und angekommen. Was meinst du, fragte ich Schatzi, wir werden das Auto extra nicht abschließen, oder? Wieso das denn? Ist er das bisher nicht abenteuerlich genug, oder was? Nein, aber wir sind hier in Polen. Verstehst du? Sonst denken die noch, wir hätten als Deutsche Vorurteile gegen die. Du spinnst doch. Seltsamerweise empfing uns kein Mütterchen, sondern ein Parkplatzeinweiser, der uns freundlich, aber ohne Duldung von Widerspruch in eine der wenigen freien Parktaschen dirigierte. Nachdem wir ausgestiegen waren, führte er uns zu einer Holzhütte, die sich als Rezeptionsgebäude erwies. Wir füllten den Meldezettel aus und erhielten dafür die Chipkarten ausgehändigt, die anstelle von Schlüsseln uns die Tür zu unserer romantischen Reiterhütte öffnen würden. Diese entpuppte sich als 2-stöckiger Flachbau mit Glattputz und Eingangstüren aus Metall. Der Parkplatzüberweiser nahm jetzt auch die Rolle des Hotelboys. Naja, zumindest teilweise. Die Koffer müssten wir zwar selbst tragen, dafür zeigte er uns im Vorbeigehen den Frühstücksraum. Er versuchte gar nicht erst mit uns offensichtlichen Ausländern irgendwie zu Rade brechen, sondern verwendete international verständliche Gesten für dort und essen, was der ganzen Szene eine leicht bedrohliche Komponente verlieh. Überhaupt hätte dieses Gebäude auch sehr gut früher mal eine Kaserne oder das ganze Areal ein Straflager gewesen sein können. Im oberen Stockwerk fanden wir dann unser Domizil am Ende des Ganges. Es bestand aus einem winzigen, aber immerhin mit Dusche ausgestatteten Badezimmer und dem nur unwesentlich größeren Hauptraum. Kurz vor dem Einschlafen dachte ich seltsamerweise noch daran, dass unser Zimmer genau über der Frühstücksküche liegen musste, wie mir aufgefallen war. Vielleicht konnte ich deswegen das Geräusch nicht gleich zuordnen, welches uns am nächsten Morgen gegen 5.45 Uhr mit einem Schlag senkrecht im Bett stehen ließ. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es in polnischen Küchen üblich ist, morgens als erste Amtshandlung einen mit Bleigewichten gefüllten Stahlschrank umzuwerfen. Aber genau das schien hier zu geschehen. Das Geräusch jedenfalls ließ keine andere Deutung zu. Später hörten wir noch jedes Wort, das in der Küche gesprochen wurde, jede Tasse, die auf einen Unterteller gestellt wurde, jeden Tropfen Wasser, der in ein vermutlich riesiges Spülbecken aus Edelstahl fiel und dort die wissenschaftlichen Lehren von Schallverstärkung durch Resonanz eindrucksvoll am praktischen Beispiel demonstrierte. Wie sich später herausstellte, war unser Zimmer sozusagen mit einem Akustikkoppler direkt mit der Küche verbunden. Um zusätzlichen Aufwand für dieses hippe Zimmerfeature zu sparen, hatten es die Baumeister dieser Touristenfalle geschafft, das Fallrohr der Toilettenspülung für diesen Zweck zu verwenden. Schatzi tröstete mich mit dem Hinweis, wir seien ja nicht zum Schlafen hier, sondern um auf dem Rücken der Pferde das Glück dieser Erde und so weiter. Also ab zur Koppel oder zum Paddock, wie wir uns als angehende Turnierreiter ab sofort fachmännisch ausdrückten. Dort empfing uns eine Art Dean Reed für Arme, so ein braun gebrannter Womanizer mit offenem Hemd und unwiderstehlich männlichem Stallgeruch, sowie 2 Pferde, die für mein Empfinden nicht unbedingt so aussahen, als hätten sie nur darauf gewartet, 2 Anfänger am Kreis durch die Sommerhitze zu tragen. Neben dem Paddock stand eine Frau, die sich als Touristin mit der Fähigkeit und Bereitschaft erwies, uns als Dolmetscherin zu helfen. Wir hatten also Glück im Ungewissen. Pavel erklärte uns zunächst die richtige Haltung auf dem Pferd. Dann wurde es ernst. Das Aufsitzen erwies sich als viel leichter als gedacht. Man kennt das ja aus Filmen, den Klassiker, dass ein Neuling zuerst partout nicht hochkommt, um dann so viel Schwung zu nehmen, dass er auf der anderen Seite gleich wieder runterfällt.
Das ist komplett übertrieben, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung versichern. Das Aufsetzen war ein Kinderspiel. Deswegen fand ich es auch seltsam, dass Pavel unbedingt meiner Freundin dabei durch das Abstützen im oberen Oberschenkelbereich helfen musste, obwohl Schatzi mich an Sportlichkeit und Beweglichkeit bei weitem übertrifft. Aber gut, ich wollte ja nicht den Fachmann ins Handwerk pfuschen. Sobald meine Freundin auf dem Pferd saß, begann Pavel ihre Haltung in allen Tönen zu loben. Die Dolmetscherin kam kaum hinterher. Irgendwann sagte sie zu uns statt der wörtlichen Übersetzung so etwas wie nochmal gesagt oder wie eben. Pavel fragte, seit wann Schatzi denn schon im Profireitsport tätig sei. Er sagte nicht wörtlich Schatzi, aber die Übersetzung war so ähnlich und gefiel mir jedenfalls nicht besonders. Schatzis Beteuerung, bisher überhaupt nur ein einziges Mal auf einem Pferd gesessen zu haben, wies unser Pferdeguru energisch mit dem Hinweis auf die perfekte und selbst durch ihn nicht zu erreichende Sicherheit und Haltung auf dem Pferd zurück. Für meine Sicherheit und Haltung interessierte sich Pavel mehr am Rande. Dann ging es auch schon ab ins Gelände. Nicht, dass ich davor Scheu gehabt hätte, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch gar nicht das Gefühl, dem Pferd eine von mir gewünschte Bewegungsart oder Richtung vermitteln zu können. Das lag mit Sicherheit auch daran, dass Pavel es versäumt hatte, uns mit den bei Pferden üblichen Kommunikationskanälen bekannt zu machen. Da war es nur ein geschickter didaktischer Kniff, der ihn zum international gefeierten Oberlehrer gemacht hatte? Es war schlichtweg scheißegal, wie sich herausstellte. Pavel ritt voran und konnte die Beine seines Pferdes bewegen, als wären es seine eigenen. Unsere Tiere dagegen waren in einer Art Automatikmodus. Sie machten immer genau das, was Pavels Pferd machte. Es spielte keine Rolle, ob ich am Zügel zog oder nicht, ob ich zum Pferd irgendwas sagte, mit der Zunge schnalzte, wie ich es aus den Indianerfilmen mit Gojko Mitic kannte, oder ob ich einfach gar nichts tat. Auf diese Weise hatte ich auch wenigstens Zeit, mir die schöne masurische Landschaft zu betrachten. Wir ritten eine ansehnliche Runde durch das Gelände. Die Strecke war rein zufällig wie für einen Reitausflug gemacht. Nachdem wir im Schritt einen verschlungenen Pfad mit auf- und absteigendem Gelände absolviert hatten, folgte eine malerische Lichtung, die zum leichten Trab einlud. Pavel nahm die Einladung an, unsere Pferde taten es dem Seinen nach. Dann ging es weiter durch den Wald, abwechselnd im Schritt und Trab, bis wir zu einer großen alten Eiche kamen. Dort bogen wir nach links ein und ein schnurgerader, breiter, ebener Weg lag vor uns. Ich hörte gerade noch Pavel Allez Galopp rufen und spürte im selben Moment, welche Beschleunigung in einem einzigen PS stecken kann. 3 Tage später fühlten wir uns als alte Hasen des Reitsports. Pavel half Schatzi nicht mehr aufs Pferd, was möglicherweise auch damit zu tun gehabt haben könnte, dass ich der Dolmetscherin unter dem Siegel der Verschwiegenheit eröffnet hatte, sie sei gar nicht mein Schatzi, sondern meine Schwester und außerdem lesbisch. Wir durften nun zum ersten Mal allein ins Gelände. Seltsamerweise erkannten wir dabei keinen Unterschied zu den Ausflügen mit Pavel. Die Pferde kannten den Weg und ließen sich von unseren Versuchen, ihre Gangart oder Richtung demokratisch mitzubestimmen, nicht beeindrucken. An der großen Eiche bogen sie selbstständig nach links ab und gingen sofort in Galopp. Wir kamen gar nicht mehr dazu, das am Vorabend auf unserem Quartier eingeübte Allee Galopp zu rufen. Unter dem Einfluss dieser überwältigenden Naturerlebnisse beschlossen wir, zu Hause einem Verein beizutreten und richtig reiten zu lernen und das als Hobby zu betreiben. Diese Touristenabzocker hier wollen uns doch nur ein gutes Gefühl geben. Gleich ins Gelände, ohne die geringste Einweisung vorher. Wo gibt's denn sowas, sagte ich. Gibt's nur in Polen. Die machen sich halt keinen Kopf, pflichtete Schatzi bei. In der heimatlichen Oberlausitz sprachen wir bei einem Reitverein in Kodersdorf vor. Unserem Anliegen wurde ohne große Umstände entsprochen. Okay, du nimmst die Senta, die Schimmelstute da drüben und du die Yvette. Wir müssen die Pferde noch heute nach Kunnawitz bringen, sind aber nur 2,5 Stunden. Los geht's. Wir widersprachen nicht und wissen heute, reiten lernt man nicht. Das kann man einfach. Genau. Jetzt freue ich mich mit euch in der zweiten Runde auf Matthias Heine. Ich hoffe, er hat nicht wieder was mit Leipzig irgendwie. Doch? Oh ja, dann mach mal. Viel Spaß. Kommt nur mich rein. Ist eine gute Stelle, um reinzukommen.
Also wir befinden uns immer noch in der Grufti-Trilogie. Für alle, die vorher nicht da waren, als ich noch ein junger Mensch war, war ich ein Grufti und habe schon zwei Geschichten vorgelesen, was da so alles Schönes passierte. Und komme jetzt zu der nächsten Geschichte, zu der nächsten Grufti-Geschichte. Und die trägt den Titel Die fürchterlichen Fünf. Ich schmettere Gott ist tot, Gott ist tot, Gott ist, Gott ist tot gegen den Kinderzimmerspiegel und mache dabei das fürchterliche Gesicht des Rettungslosen, halb weinend, halb schreiend, halbseitig gelähmt. Als mein Vater die Tür aufreißt und fragt, willst du auch Tomatensalat? Dracul? Sofort verfliegt mir der rauschartige Zustand und weicht einem Gefühl tiefster Peinlichkeit. Der Spiegel ist jetzt wieder 5 Jahre alt. Der im Spiegel könnte ich sein, befürchte ich. Muss aber nicht sein, weil sich die Selbstwahrnehmung von der objektiven Wahrnehmung unterscheidet. Was jeder weiß, der sich damit beschäftigt hat. Manchmal wüsste ich gern, wer ich wirklich bin und was objektive Wahrnehmung sein soll. Gebert sagt immer, Mann gegen Mann, wenn du das erste Mal so richtig eine eingeschenkt gekriegt hast, dann befindest du dich im Bereich der objektiven Wahrnehmung. Er kann viel erzählen. Ich sollte bald mehr darüber erfahren. Der Tomatensalat und die Buletten sind verspeist. Ich verabschiede mich von meinem Vater mit den Worten, die Todgeweihten grüßen dich in die Nacht. Der Prophet. Wir fahren nach Sedlitz, Feindgebiet, und sind dort über Dritte auf eine Geburtstagsfeier eingeladen. Doch irgendwie scheint niemand mit uns gerechnet zu haben. Wir sind eine große Gruppe und fahren mit 2 Autos. Gebert, ich und 2 andere pressen uns zu viert auf die Rückbank von Hartwigs altem Jetta. Die Anlage im Auto setzt den Kinderzimmersong laut fort und wir singen Wayne's World mäßig hinten mit. Bier dazu und versuche, Asche aus dem Fenster zu schnippen, die einem, egal wie man es macht, immer im Kragen landet und die Hände versauen. Auf der Party sind wir 10 Fremdkörper und benehmen uns aus lauter Unsicherheit auch dementsprechend. Die Stimmung ist gereizt. In der Luft bezieht unterschwellige Aggression in aller Ruhe alle Räume der Party. Wir sind 10 angetrunkene Jungs, davon 5, die zum Faustkampf neigen, gegen 8 harmlose Dorfdödel, ihre 15 angemalten Mädchen, die ihre Ehre, so gut es eben geht, verteidigen möchten. Überzahl und Übermut formen Menschen nach ihrem Bilde. Solche, die man bitte wieder loswerden möchte. Als es zu den ersten Handgreiflichkeiten kommt, springe ich als der Liebe, der Gute, der Kluge, der Schlichter dazwischen, um Eindruck auf ein paar umstehende Mädchen zu machen. Alles kühles Kalkül. Auf Klassenfahrten bin ich beispielsweise häufig bis zum Schluss in den Bungalows der Mädchen geblieben und habe im Schlaf Reden gespielt. Die Mädchen haben dann immer gesagt, psst, sei mal still, der sagt irgendwas. Und die volle Aufmerksamkeit war mir sicher. In dieser Situation kann man dann alles murmeln. Es wird nicht objektiv bewertet, sondern mit dem Herzen. Man sagt eben, was man gerade möchte. Sowas wie, Anja, ich will nur, ich... Dann wieder undeutlich werden. Mit 15 Jahren, unter 15-Jährigen, macht das großen Eindruck. Heute mit 30, unter 30-Jährigen, würde das anders aussehen. Genauso wie jetzt vielleicht. Aber eben alles Lüge, alles Kalkül. Eben wie der pseudo-zivil-couragierte Versuch, den Sedlitzer Jungs beizustehen. Doch höhere Gerechtigkeit schickt ein Prügelkommando auf die halb eingenommene Party. Wir sind telefonisch darauf vorbereitet. Wegrennen kommt angeblich nicht in Frage, obwohl ich schwer dafür plädiere. Natürlich nicht aus Angst oder so, sondern um Eskalationen zu vermeiden. Ich bin überstimmt. Irgendwoher holt Hartwig in erschreckender Geschwindigkeit Schlagstöcke und Knüppel und stattet uns alle damit aus. Im selben Moment fliegt auch schon die Tür auf und 5 zu allen bereite, schlagkräftige, junge Sedlitzer Landwirte stehen im Rahmen. Die fürchterlichen 5.
In ihren Augen schwimmt der irre Blick gestreckter Amphetamine. Einer von ihnen sagt mit aufgerissenen Augen: Was geht hier ab? Wo sind die Pisser? Dann geht alles ganz schnell. Chaos und Prügel in allen Ecken. Ich schaffe es gerade noch, den Schlagstock im Ärmel meines schwarzen Samtjackets verschwinden zu lassen, mich auf eine Couch zu pflanzen und total harmlos auszusehen, als einer der fürchterlichen fünf vor mir steht, auf mein Jackett zeigt, aus dem der Griff eines Schlagstocks ragt und mit hochgezogenen Augenbrauen fragt: Was ist denn das? Überrascht blicke ich in den Innenbereich meiner Jacke. Wie kommt der jetzt hier rein? Leider funktioniert das ganze Häschenspiel nicht bei meinem Freund mit den Agrarpfoten. Er greift sich die Waffe aus meinem Ärmel und zieht mir eine drüber. Dunkel. Als ich wieder zu mir komme, kümmert sich ein Mädchen um mich. Die Musik ist abgestellt. Im Saal ist es jetzt ruhig. So Aufräumstimmung. Wo sind denn die Cottbusser? Frage ich das Mädchen. Draußen oder schon weg? Antwortet sie ruhig und fährt mir zart mit dem Daumen über die Schläfe. Das fühlt sich sehr verlockend an, aber die Angst, vergessen worden zu sein, ist größer. Ich muss nachsehen. Ich bin gleich wieder da. Sie lässt mich aus ihren paritätischen Händen und drückt mir ihre Lippen auf die Wange. Draußen glaube ich meinen Augen nicht zu trauen. Die fürchterlichen fünf machen sich über Hartwigs Jetta her. Als sie die Frontscheibe mit Steinen und Knüppeln zu Bruch schlagen, fällt mir meine Sonnenbrille ein. Die liegt noch im Auto. Sie schlagen alle Scheiben ein, hinterlassen bleibende Eindrücke in der Karosse und treten die Seitenspiegel ab. Final werden die Vorder- und Rücklichter zertrümmert, bis ihre Wut endlich am Volkswagen verrauscht ist. Sie ziehen ab. Unglaublich. Ich gehe zum Auto, nehme meine Sonnenbrille aus dem Handschuhfach. Sie ist okay. Was jetzt geschieht und warum, entzieht sich ganz und gar meinem Selbstverständnis. Die Motive dieser Tat bleiben mir bis heute im Unklaren. Ich sehe meine Sonnenbrille an, meine Hände, gehe einmal um das Auto herum. Die fürchterlichen fünf sind nur noch eine Silhouette am Ende der Straße. Ich öffne meinen Mund und ohne dass ich es will, ruft er ihnen nach: Das Kinder bezahlen! Das Kinder bezahlen? Wie jämmerlich! Für diesen selbstzerstörerischen Akt hätte mir ruhig etwas Anständiges einfallen können, etwa: Begegnet eurem Schicksal. Oder: Ich bin wie Gott und Gott ist wie ich. Ich bin so groß wie Gott und er ist so klein wie ich. Ich kann nicht über ihm und er nicht unter mir stehen. Aber es könnte bezahlen! Sie drehen sich auf dem Fuße um und ihr beschleunigender Dauerlauf in meine Richtung weckt mich aus meinen größten wahnsinnigen Fantasien. Der Traum von Kraft des Friedfisches, der Traum von Macht des Fluchttieres ist augenblicklich ausgeträumt. Ich laufe weg. Doch Wut ist ein besserer Läufer als Angst. Sie haben mich auf einer Wiese. Wie wahnsinnig treten sie auf meinen Körper ein, während der Gastgeber, dem ich heute auch schon beigestanden habe, nun auch mir beistehen will und versucht zu schlichten, obwohl kein Mädchen weit und breit zu beeindrucken ist. Ein Mensch mit Charakter. Die fürchterlichen fünf sind außer sich. Sie rufen: Du Faschoschwein! Wäre ich nicht genug damit beschäftigt, vor Angst keine Flecken zu machen, hätte ich mich beleidigt gefühlt. Also, Faschoschwein? Was haben die genommen? Ich trage schwarze Lederhosen, ein schwarzes Samtjackett, was mir Jahre später nochmal zum Verhängnis werden soll, und ein Shirt mit der Aufschrift Einsamkeit. Ich fühle mich unverstanden, weil eindeutig subkulturell zugeordnet. Zu allem Unglück glaubt der Gastgeber mir zu helfen, indem er parallel zu den Unterstellungen der fürchterlichen Fünf ruft: Nein, nein, lasst ihn! Das ist ein Demo! Das ist ein Demo! Ich möchte Sie unterbrechen und klarstellen: Freunde, 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 stopp mal, stopp, stopp! Haltet ein und Obacht!
Was hier vor euch liegt, ist ein astraler Gothic. Ist das klar? Aber ich ahne schon, dass das vielleicht nicht der richtige Moment ist. Sie lassen sich bald vom Gastgeber überzeugen und der Spaß, jemanden wie mich zu verprügeln, hält sich auch in Grenzen. Sie ziehen ab. Diesmal halte ich meine Klappe. Ein paar von den Jungs sind aus ihren Verstecken, gar nicht weit weg von mir entfernt, aufgetaucht. Ja gut, ich habe ja auch nicht Hilfe geschrieben. Wir teilen uns ein Taxi. Wir reden nicht mehr über die Sache. Zu Hause dusche ich heiß und esse kalte Klopse mit Bautzner Senf im Kinderzimmer. Vielen Dank. Und jetzt hören Sie als großen Höhepunkt des heutigen Abends nochmal meinen Freund Daniel Ratter aus Köpke. Ja, wunderbar. Die Geschichte kenne ich. Du warst dabei? Ich war dabei. Und ist gelogen? Das ist schon ziemlich gut, glaube ich. Also es basiert sehr real an der Originalstory. Also ja, ich denke auch. Ja, jetzt kommen wieder die Gedichte. Franz von Assisi, Leid. Drei Wochen lag der Penner da. Hatte sich schon zum Grabstein verkrochen, drüben auf dem alten Friedhof, auf dem sonntags manchmal Führungen sind. Einmal habe ich ihm Kaffee gebracht und eine Tüte mit frischen Croissants. Da hat er geschaut mit seinen wasserblauen Augen und dann fragt eine furchtbar unterwürfige Stimme, ob ich Zigaretten hätte. Nee, sage ich, hier ist Kaffee. Mein Dönermann erzählt mir, der Penner hat in seinen Eingang gekackt und drei Tage hätte es gestunken. Ich sah ihn fast nur ausgestreckt, vermadet in seinem blauen Schlafsack. Immer wenn ich aus dem Fenster glotzte, lag er einfach rum. Selbst letzte Woche, als nochmal Schnee fiel, da wo ich ihm Kaffee brachte, nach langer Überlegung in einem Pappbecher. Als er gestern weg war, ich meine nach drei Wochen, wurde ich neugierig. Ging runter und über die Kleiststraße, Kippen und mein oller Pappbecher lagen in stinkender Marinade. Zwei Gartenarbeiter kamen mir entgegen. Ich fragte nach dem Obdachlosen. Sie scannten mich skeptisch ab und einer sagte, den haben sie abgeholt in eine Klapsmühle. Ich erinnere mich, wie ich ihn sah, vor vier Tagen noch in der Stadt. Der Mann lehnte mit geschlossenen Augen an einem Straßenpfahl und hielt sein Nullgesicht zur Sonne. Null Wille, null Kraft, aufgegeben, dachte ich mir. Eine Menge Autos knatterten auf der Hauptstraße vorbei. Ich hielt an und stieg aus und zögerte noch, weil der Franz von Assisi hat solche Aussätzigen ja umarmt und geküsst. Als ich bei ihm ankam, sagte ich nichts mehr, streckte das Rauchzeug leise hin, Tabakbeutel und Zündhölzer, ob ich noch Geld hätte für was zu essen, stammelte er unterwürfig. Von 4 Euro wanderten 3 aus. Als ich weiterfuhr, musste ich fast erbrechen. Ende. Jetzt ein kleines Gedicht und ein kleiner Text, die irgendwie um die Kindheit gehen. Sie widersprechen sich ein bisschen, aber das fand ich eigentlich ganz schön. Erstmal das Gedicht. Die Verzweiflung. Die Verzweiflung ist ein schönes Wort, denn das Wort Verzweiflung spricht sich sicher aus meiner Gilbzahnlippe. Das Wort Verzweiflung schicke ich durch einen Tunnel aus Zigarettenhauch. Mit einem Lächeln hüpfen meine Brauen auf ihrer verklebten Augenmatratze. Das Wort Verzweiflung ist ein fremdes Land. Ich glaube, in meiner Kindheit habe ich es mit meinen Eltern besucht. Und jetzt der Text. Als ich ein Kind war, gab es einmal eine Marienkäferplage. Ich fuhr mit meinen Eltern zum Schwielochsee und ich hatte nichts anderes zu tun, als die Marienkäfer mit vollen Händen aus dem Wasser zu schöpfen und sie an Land zu bringen. Mein Vater sagte, die Punkte auf dem Rücken eines Marienkäfers bedeuten sein Alter. Meine Mutter sagte, Marienkäfer bringen Glück. Wie kann Glück eine Plage sein? Ich war glücklich als Kind, glaube ich. Aber was entdeckte ich in jenem Sommer am Ufer des Sees? Ein Paradoxon. Ein Marienkäfer ohne Punkte.
ausgestattet mit einem gewaltigen knallroten Panzer, aber ohne Punkte. Wenn die Punkte auf dem Rücken das Alter kennzeichnen, so war dieser Marienkäfer noch gar nicht geboren, dachte ich. Was hatte das zu bedeuten? Ich habe meinen Vater nicht gefragt, hatte Angst vor einer Lüge. Das Paradoxon in meiner Hand blieb mein Geheimnis. Und ich stellte mir vor, dass ich nun für mein Leben das ewige, selige Glück gesichert hatte. Das letzte Gedicht. Ah, nee. Naja. Ganz klein. Bananas. Die Bananen sind klein. Die Bananen haben braune Flecken. Die Bananen sind süß und ohne Chemie. Ich bin klein, hab eine Menge brauner Flecken. So well, diese Bananen sind like me. Pizzabringers Durchhaltesong. Wölbe dich Brust zur Sonne hinauf, trinke die Lust aus Cherubims Haus, spann deine Flügel und spitz deinen Speer, eile zum Ort, wo die Liebste gern wär, ramm deine Lanze in dunkles Geäst, greife den Frieden und halte ihn fest, schrei die Parole zur Allgötterei, bringe das Licht wie Prometheus herbei, lache aus Kehlen den süßesten Ton, besteige im Purpur den güldensten Thron, finde eine Formel, dann schleuder sie aus, schenk sie der Menschheit, altruistischer Kauz. Schaue mit uralten Augen zum Kind, zeige mit Fingern und murmle geschwind. Auf deine Schultern, da setze ich die Welt, denn irgendjemand hat Pizza bestellt. Ich bin der Bote von Charlie und du, for America's Army, oh boy, I want you. Charlie Delta, bitte kommen. Charlie Delta, bitte kommen. Hier, Charlie Delta, die Pizza muss nicht in die Süßerstraße, sondern in die Möserstraße. Möserstraße, alles klar, ich eile. Tut mir leid, Junge, ich hab mich verfahren. Du kannst jetzt wieder ins Bett gehen, bis deine Eltern aus der Opera zurückkommen. Meine Eltern sind aber im Kino. Ja, so sieht euer Garten auch aus. Ich werde sie bei meinen Eltern melden. Mein Vater ist ein sehr anerkannter Advokat und wird sich bei ihrem Vorgesetzten beschweren. Dürfte ich um ihre Fahrernummer bitten? Meine Nummer willst du haben, kleiner Junge? Meine Nummer ist 666. Ich bin der Chauffeur des Teufels und habe die Lizenz zum Brücken. Zum Pizzabrötchen. Mach's gut, Junge, ich muss jetzt gehen, meine Kräfte schwinden. So sehen ihre abgewetzten 10-Euro-Tonschuhe von Eichmann Adolf Eichmann kurz Deichmann auch aus. Ich habe übrigens ebenfalls eine 6 in meiner Vita. Ich bin erst 6 Jahre alt. Promoviere aber demnächst an einer begabten Universität und schreibe zurzeit eine anthroposophische Abhandlung über die Relation zwischenmenschlichen Dialoges mit transzendenter Sozialisation in Beachtung ökumenischer Positionen, die in Vorabdrucken in bekannten Fachzeitschriften und Nachrichtenmagazinen bereits für einige Furore sorgt, mit dem Titel Das Siebmodell auf der Kernoberfläche. Wie interessant. Es geht auch um den Zusammenhang von Verkehrsstress, Billigmehl, Benzin und sinnentleertem Dienstleistungsgeplänkel und der darauffolgenden Schwächung menschlichen auratischen Anspruchs und der Frage, ist der Mensch von Geburt an schlecht? Meine Mutter hat in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende der hiesigen Ärztekammer meinen Exodus hinlänglich bewiesen, der Mensch werde neutral geboren und hält die Geschicke seines Werdeganges selbst in der Hand. Bis zu dem Tag, an dem er sich seinem Beruf ergibt und zur Berufung wird. Der Tag, an dem der Job dich wie eine Pizza gefressen hat, ist der Tag deines Sarges in Form einer leeren Pappschachtel. Ich muss jetzt wieder in mein Auto. Ein sehr kleines Auto ist das. Ja, es ist wirklich sehr klein. Es sieht aus, als hätte es jemand von hinten wie ein Stück Pallasschinken abgehackt. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Leben. Dir auch, Kleiner, dir auch. Aber du musst für meine Rente sorgen. Vergessen Sie es. Ich bekomme mehrere Doktortitel in der Schweiz, in den Staaten und in Peking. Dann erhalte ich den Nobelpreis für meine Wirtschaftstheorien und sehe genüsslich in irgendeinem sonnigen Steuerparadies zu, wie sie Wirklichkeit werden. Wie sich die tumpe Sklavenmasse unter dem gewaltigen ökonomischen Druck auf ihre kleinkommunistischen Inseln zurückzieht, wieder zur Herde und weiter noch zur Sippe und weiter noch zur Familie findet, zum Neandertalertum, ganz wie es Marx als kommunistischen Ursprung und Ende sah. Das ist es doch, was sie immer wollten. Zurück zum Ursprung, wie bei der Revolution. Besorgen Sie sich schnell eine Frau und zeugen Sie Nachkommen, die bereit sind, ihr Sterbebett bereitzustellen. Frau? Ja, eine Frau. Was weißt du von Frauen, Kleiner?
Oh, die Liebe, die Liebe. Nein. Die Liebe ist nur für uns kleine Leute da. Davon verstehen nur wir etwas, die Liebe. Natürlich. Ja. Hier Charlie Delta, wo bleibst du denn? Wir haben 6 neue Bestellungen, aber Avanti! Ja, ich bin unterwegs. Oh, 6 neue Bestellungen. Wissen Sie was? Ich werde Sie nicht anschwärzen. Ich werde einfach bei Ihnen etwas bestellen. Pizza. Oder Pizzabrötchen. Tu das, Junge. Wir freuen uns über jeden neuen Kunden. Der Kunde ist bei uns König. Avanti, hab ich gesagt. Ende. Zum Schluss noch eine Geschichte, die heißt Der Radiowecker. Auch sie basiert auf einer wahren Begebenheit, aber jetzt steht hier Christian. Ich habe immer Christian geschrieben, aber eigentlich müsste Matthias stehen, denn diese Geschichte ist so ungefähr dem Matthias passiert. Mein bester Freund Christian bekam mitten in seinem schönen Abiturleben von seinen Eltern zum Geburtstag einen elektronischen Radiowecker in Form eines weißen Hahnes geschenkt. Christian brauchte zu der Zeit viel Schlaf, weshalb die Pädagogen im Klassenbuch für ihn Verspätungsvermerke sammelten. Leider wohnte er aber direkt neben unserer Schule und seine Eltern waren mit einigen Lehrern befreundet. Ja, seine Eltern fuhren sogar mit manchen Lehrern zusammen in den Urlaub. Als Christian den Radiowecker auspackte, war er zunächst nicht gerade begeistert. Einen Radiowecker geschenkt zu bekommen, war eine subtile Botschaft, die er als Affront gegen seine Lebensweise verstand. Aber einen Radiowecker in Form eines weißen Hahnes zu erhalten, das war ein Verstoß gegen sämtliche Geschmacksregeln, die ein 18-jähriger Abiturling kannte. Die Begeisterung stieg auch nicht angesichts einer speziellen Funktion, die dem Radiowecker innewohnte. Der Radiowecker konnte seinen Weckruf nämlich sprechen. Zuerst krähte zweimal ein Hahnenschrei aus der Radiowecker-Lautsprecherbox und dann rief eine androgyne Roboterstimme äußerst freundlich, optimistisch und motivierend: Guten Morgen, es ist 7 Uhr. Einige Tage ließ sich Christian zähneknirschend jeden Früh mit eben dieser Meldung aus dem Schlaf reißen. Kikeriki! Kikeriki! Guten Morgen, es ist 7 Uhr. Düsternis grub sich tief in Christians Gesicht. Schon zu dieser frühen Stunde unter einer verschwitzten, warmen Bettdecke verwünschte Christian die Welt, die Schule, seine Eltern, aber vor allem dieses Geschenk, diese Ausgeburt aus der Hölle der Billig-Elektronikartikel. Christian musste diesen Wecker wieder loswerden. Dieses Gerät durfte nie wieder einen visuellen und akustischen Platz in seinem Leben einräumen. Prompt kam er wieder zu spät. Absichtlich. Frei nach dem Motto, der Wecker ist nicht wirksam genug, der kann mir nicht helfen. Am Nachmittag wurde Christians Mutter von einer befreundeten Sportlehrerin informiert. Seine Weckereinwände verpufften unter den hysterischen Tränen seiner Mama. Fazit des Gezetere war das Machtwort von Christians Vater. Morgen stellst du den Wecker 20 Minuten früher. Und tatsächlich, kurz vor dem Einschlafen tippte Christian und seinen gefiederten Plastikfreund die Weckorder 6.40 Uhr ein. Wie die Nachtruhe verlief, vermag ich nicht zu sagen, aber der Morgen hielt eine Überraschung parat. Punkt 6.40 Uhr schrie der Wecker: Kikeriki! Kikeriki! Guten Morgen! Es ist 6 Uhr Pfirsich! Christian öffnete schlagartig die Augen. Hatte er sich verhört? Hatte dieses Monster auf seinem Nachttisch Pfirsich statt 40 gerufen? Schon schmunzelte er und sprang aus dem Bett. Natürlich war er pünktlich. Abends beim Wecker präparieren beließ er einfach die neue Alarmeinstellung. Längst hatte er die seltsame Begebenheit mit dem weißen Hahn vergessen, bis es am nächsten Morgen in aller Frühe wieder passierte. Kikeriki! Kikeriki! Guten Morgen! Es ist 6 Uhr Pfirsich! Christian prustete sich aus dem Lande der Träume los. Er brüllte vor Lachen, er hielt sich den Bauch, er kugelte sich im Bett, krümmte sich und lachte aus voller Kehle der Wanddecke entgegen. Noch im Badezimmer übermannte es ihn, sodass der Badezimmerspiegel zum Verdruss seiner Mutter immer wieder eine Dusche Zahnpasta-Sprenkel abbekam. Überpünktlich war Christian im Klassenzimmer, überhaupt wurde das Thema Unpünktlichkeit mit ihm nicht mehr in Verbindung gebracht. Jeden folgenden Morgen erwachte Christian mit einer Lachsalve, er kringelte sich hin und her, so wie sich andere wachwälzen und die Glieder recken, und dann sprang er in den Tag.
Abends stellte er, je nach Lust und Laune, eine neue 40er-Zahl ein. Denn der Wecker in Form eines weißen Hahnes war variantenreich. Guten Morgen, es ist 6.44 Uhr. Es ist 6.46 Uhr. Es ist 6.48 Uhr. Selbst die Ziffer 14, so hatte Christians Neugierde entdeckt, verobstete der Weckerhahn. Legte er sich also an einem freien Tag zum Mittagsschlaf, so ließ er sich genüsslich durch ein Kikeriki! Kikeriki! Guten Tag! Es ist 14.14 Uhr. In den Nachmittag wecken. Die Freude über seinen Radiowecker in Form eines weißen Hahnes mit Sprachfehler kannte keine Grenzen mehr. Noch heute steht das Gerät neben seinem Bett. Das ist gelogen. Und noch heute richtet sich Christian seine Zeit so ein, dass er in den 40ern aufsteht. Sicher ist das unkontrollierte Loslachen zu einem fröhlichen Lächeln gesunken. Aber da gibt es ja immer noch den ein oder anderen Damenbesuch, der da fragt, du, ich muss morgen früh aber raus. Kannst du den Wecker stellen? Natürlich. Antwortet Christian und dreht sich in stiller Vorfreude zu seinem Radiowecker in Form eines weißen Hahnes. Ende.